Schönen Sonntag zu Hause im Park, hoffentlich nicht im Büro, hoffentlich nicht in der Schule oder im Studium, aber auf jeden Fall schön, dass Sie oder dass ihr zu Hause dran seid und diese Bestmesse heuer digital verfolgt. Anders ist es ja leider nicht möglich. Auch noch kurz der Hinweis, warum stehen wir hier alle ohne Maske? Das muss ich auch einmal erwähnen. Natürlich dürfen alle Leute hier in diese Halle, wo produziert wird für euch zu Hause, nur rein, die getestet sind. Das bedeutet, hier sind alle in einer, sagen wir mal, Corona-freien Blase. Nur aus dem Grund geht das hier so, dass wir hier die Vorträge auf der Bühne so halten können. Daniela Seukern bin ich. Ich darf noch durch den Nachmittag führen. Und jetzt geht es gleich um ein sehr spannendes Thema. Eigentlich ein Traumjob. Ja? Noch vor einiger Zeit. Momentan ist es so ein Job, wo man sich denkt, wie wird es damit weitergehen? Aber das werden wir uns gleich anhören. Und zwar geht es ums Fliegen. Die Sky Flight Academy. Auf sicherem Kurs in turbulenten Zeiten. Das ist jetzt einmal der Titel unseres nächsten Vortrags. Und es geht natürlich um Pilotenausbildungen, die aber auf höchsten Airline-Standard-Niveau stattfinden werden. Und das Ganze mit, von und bei Isabella Herrl. Herzlich willkommen. Hallo Isabella. Hallo, freut mich. Wir haben gesagt, wir sind per Du. Und du hast gesagt, du wirst mit dem Publikum auch per Du sein, denn in der Flugbranche ist es so wie in der Medienbranche. Da ist man das so, oder? Stimmt. In der Flugbranche ist man sogar mit dem langjährigen Kapitän, der 30 Jahre Erfahrung hat, per Du, weil ja im Cockpit eine bestimmte Stimmung sein muss, ein gutes Teamwork, und da ist das Du ganz normal. Also, und wahrscheinlich noch viel einfacher, weil ich glaube, eure Arbeitssprache ist auch Englisch, da ist mir sowieso richtig, da gibt es ja so und so kennen Sie, kennen Echtes. Aber ich werde jetzt nicht gleich mit den Fragen starten. Fragen könnt ihr zu Hause in den Live-Chat stellen und die werde ich wieder sammeln und nachher fragen. Ich überlasse jetzt einfach mal kurz die Bühne, dass du uns ein bisschen einen Überblick gibst, wie funktioniert so eine Ausbildung, kann das jeder machen, und ich schalte mich dann nachher wieder dazu und dann werden wir ein bisschen Frage-Antwort-Spiel machen. Ja? Gerne, wunderbar, bis nachher bis dann. Ja. Hallo an alle zu Hause, es freut mich, dass ihr bei uns zuschaut. Mein Name ist Isabella Herrl, ich bin selber Co-Pilotin auf einem Business-Jet und Emergency-Trainerin für verschiedene Flugbetriebe und darf aber heute hier die Flugschule vorstellen und unsere Ausbildungen, weil ich auch unter anderem Mitbegründerin war. Ich habe eine Präsentation mitgebracht, durch die ich euch kurz führen werde, und dann werden wir noch auf ein paar wichtige Fragen eingehen. Zu Beginn einmal, wer sind wir denn? Wir haben 2009 gegründet und hatten einen starken Partner von Anfang an unserer Seite, nämlich einen der größten Flugbetriebe, also der größte überhaupt in Österreich, die Firma Avconjet. Die haben im Moment 70 Businessjets in Betreuung und die haben ihre Expertise natürlich genauso eingebracht wie unsere ganzen Leute, die im Hintergrund stehen, die werde ich euch gleich erzählen. Aha, hoppala, das sollte eigentlich unser Flugschulzertifikat sein. Das ist mir abgehaut. Das könnt ihr auch auf unserer Homepage sehen. Wir sind natürlich eine zertifizierte Schule. Es gibt ein bisschen ein anderes System bei den Pilotenausbildungen. Das ist jetzt nicht wie eine Uni oder eine FH oder eine normale Schule, ein Gymnasium, in das ihr geht. Aber wir haben eine europäische Zertifizierung. Das heißt, jede Ausbildung, die ihr bei uns macht, ist eine europäische Lizenz. Und dieses Zertifikat könnt ihr auf unserer Homepage sehen. Gut, wer steht denn hinter der Skyflight Academy? Wir haben sehr erfahrene Ausbildungsleiter, auch unser Geschäftsführer und Gründer Alfred Oberhofer ist selber Kapitän, Prüfer und Ausbilder. Franz Schmidt und Anton Hanosek haben ihre Erfahrung, ihre langjährige bei der Austrian gemacht. Also die stehen bei, ich glaube, 25.000 Flugstunden pro Mann und Nase. Die bringen das gelebte Airline-Leben zu uns in die Schule mit. Der Chef-Theorielehrer ist Michael Seifert und er hat also genauso seine Kompetenz, er ist genauso Fachmann und hat die Theorieausbildung inne. Und ich darf mich um die Studentenbetreuung kümmern und begleite alle Interessenten vom ersten Gespräch bis zur fixfertigen Lizenz und bin dann ganz stolz, wenn sie in Uniform vor mir stehen. Gut, die Fluglehrer selber haben alle einen Airline- oder Business-Aviation-Hintergrund und bringen dieses gelebte Leben in die Schulung ein. Das ist uns besonders wichtig, weil jeder, egal was man für eine Ausbildung bei uns macht, egal, ob es der Privatpilotenschein oder ein Linienpilotenschein ist, dass man nachher gewerblich als Pilot fliegt, bekommt diesen Spirit eingebläut von der ersten Stunde weg. Und für wen arbeiten diese ganzen Fluglehrer? Da haben wir jede Menge Firmen hier stehen. Das heißt, ihr könnt sehen, die Erfahrung
die mitgebracht wird in die Schulung, die ist zu Recht als hoher Airline-Standard ausgegeben. Die Theorielehrer sind genauso Professionisten und Experten, die ihre Vorträge im Klassenzimmer halten, im Moment teilweise online, weil es ja nicht anders geht mit Corona, aber das wird auch wieder vorbeigehen. Wir stellen nur Professionisten ein, also wir haben nur Experten als Unterrichtspersonal sozusagen. Wie schaut das denn jetzt aus? Was machen wir? Wir haben vor bald 12 Jahren gegründet. 11 Jahre nach Gründung haben wir 180 Piloten ausgebildet. Von denen sind wirklich die meisten in einem Cockpit und auf das sind wir besonders stolz, weil oft haben wir die Finger im Spiel gehabt. Bei uns geht die Betreuung vom ersten Gespräch bis auch nach der Ausbildung weiter, weil wir wissen, wie verantwortungsvoll die Ausbildung zum einen ist, zum anderen aber auch, wie kommt man denn dann in ein Cockpit? Und wir helfen da tatkräftig mit, weil wir ein ganzes Netzwerk haben an Business Aviation Firmen und auch Airlines im Hintergrund. Im Moment haben wir 70 Schüler in Ausbildung, also ich glaube, zu den Kleinen gehören wir nicht mehr. Und auch die, die eine Pilotenlizenz woanders gemacht haben und eine europäische Lizenz von uns haben wollen, denen können wir auch helfen, dass sie das konvertieren. Das klingt ein bisschen wie, wenn man die Religion wechselt, aber es ist wirklich so. Gut. Worauf fliegt man denn? Ich möchte euch die Flotte vorstellen von uns. Wir haben insgesamt 10 Flugzeuge und von denen beginnt man auf kleinen zweisitzigen Maschinen, du und der Fluglehrer. Und dann lernt man mal die Basics sozusagen. Da gibt es zwei verschiedene Typen. Einmal gibt es eine Evector Sportstar. Wie man sieht am Foto, das ist ein Tiefdecker, hat aber ein ganz modernes Cockpit drin mit lauter Displays, die eigentlich schon fast an den großen Airliner erinnern, obwohl man erst die ersten Schritte geht, fliegerisch. Die Cessna, die wir haben, oder die Cessnas, die wir haben, sind alle komplett neu hergerichtet, sind zwar ältere Modelle, aber haben noch die normale Rundinstrumentierung und so lernt man beide Welten des Fliegens kennen. Wenn es dann weitergeht in der etwas fortgeschritteneren Phase, kommt man auch auf anderen Flugzeugen, weil die Instrumenten flugtauglich sind. Sie haben eine andere Avionik drinnen und das hat dann schon 4 Sitze, das Flugzeug. Oder in weiterer Folge 2 Motoren. Man muss ja auch lernen, wie man umgeht, wenn hier ein Fehler passiert und man hat nur noch die andere Seite zur Verfügung, wie es im großen Flieger dann auch ist. Da wird also das Prinzip beigebracht. Wir haben auch 2 Flugsimulatoren, die mehrere Typen sogar darstellen. Man lernt also auf Einmotorik und auf Zweimotorik. Und ich habe hier ein Schlagwort, das nennt sich MCC. Ein MCC ist die Zusammenarbeit im Cockpit, nennt sich Multi-Crew Coordination. Man lernt ja die ganze Zeit auf einem Flugzeug zu fliegen und das alleine zu bedienen. Aber jeder hat schon mal ein Cockpit gesehen, da sitzen ja immer 2 vorne. Und diese Aufgabenteilung, wer sagt was, wann, wo schaut man hin, welchen Hebel bedient man, dieser ganze Ablauf, das ist wie ein Ballett, kann man sich das vorstellen. Und das ist eine ganz standardisierte Ausbildung. Wenn ihr dann in einem Cockpit arbeitet und ihr kommt zu einem Kollegen, den ihr noch nie gesehen habt, dann ist diese Schulung so gut, dass ihr mit dem perfekt zusammenarbeiten könnt. Das hat man genauso auf einem Simulator. Und damit ihr auch lernt, wie das ist, wenn man dann ein bisschen schneller fliegt, ein bisschen andere Systeme hat, gibt es eine Jet Orientation. Und die machen wir auf unserem Jet-Simulator. Die Flugzeuge selber sind nicht in einer Garage gebaut und müssen natürlich Wartungsintervalle haben. Wir haben da einen sehr verlässlichen Werftbetrieb direkt am Platz. Das heißt, wenn bei der Vorflugkontrolle, beim Pre-Flight-Check, wo man den Flieger kontrolliert, bevor man wirklich fliegen geht, wenn da irgendwas auffällt, ist das ganz praktisch, wenn man am Flugplatz einfach hingeht zur Werft, den Schlüssel hergibt und sagt, bitte, ich habe was gefunden, schaut euch das an. Und der lizenzierte Techniker geht rüber und wirft einen Blick drauf. Und wenn es was zu reparieren gibt, dann wird es reparieren. Apropos Flugschule. Wo sind wir denn zu finden? Wir sind in Krems zu Hause, da ist unsere Homebase. Wir haben ein sehr nettes Flugschulgebäude mit viel Platz drinnen und einem schönen Lehrsaal. Da habe ich ein Foto mitgebracht davon.
Man findet uns aber auch in Wien, haben wir Schulungsräume, und sogar in Johannesburg, da komme ich noch später drauf zurück. Das Ganze ist sehr modern und entspricht den gängigen Schulungsvorschriften. Der Airport selber, unsere Homebase, ist ein Sichtflugplatz. Das heißt, grundsätzlich hat er nicht dieselbe Ausstattung wie der Airport in Schwechat zum Beispiel, mit verschiedenen Navigationsgeräten, wo man anfliegen kann bei jedem Wind und Wetter. Aber wir haben 900 Meter asphaltierte Piste und viel Platz rundherum. Wir stören niemanden, es gibt nur Felder und wir sind ja in der Wachau, das heißt Weinberge und Felder und ein paar Marillenplantagen, die haben wir auch. Man kann sich also hier wohlfühlen, es ist ideal zum Schulen und wir sind auch recht wetterstabil, was auch ein Vorteil ist. Oh, noch ein Wort zu Johannesburg. Unser Standort dort, den kann man nützen, wenn es zum Beispiel in Österreich mal das Wetter im Winter ein paar Wochen nicht so schön ist. Packt man sich in den Flieger mit dem Fluglehrer und kann dort unten zum einen das Training verbinden mit natürlich auch ein bisschen Sightseeing. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht, die habe ich damals gemacht, wie wir da waren für die Zertifizierung. Die Herren, die ihr da rechts oben im Bild seht, das war also unser Behördenvertreter, der sich das Ganze angeschaut hat, und wir haben auch die Genehmigung bekommen, dass wir unsere ATPL-Ausbildung, unseren Linienpilotenschein, dort unten machen dürfen. Was können wir denn jetzt machen? Ich schmeiße hier mit irgendwelchen Begriffen herum. ATPL ist eine Airline Transport Pilot License, und egal, ob man nur zum Spaß fliegen möchte und das vielleicht als Basis nützen möchte, um sich das mal anzuschauen. Das kann man genauso machen mit einem Privatpilotenschein. Oder man weiß, ich will in ein Cockpit, ich möchte als Pilot oder Pilotin arbeiten, dann wirst du einfach eine ATPL-Ausbildung machen. Alle Ausbildungen, die wir machen, sind nach europäischen Richtlinien zugelassen und überall gültig. Das heißt, ihr könnt mit dieser Privatpilotenlizenz überall fliegen und mit der Linienpilotenlizenz überall arbeiten. Das ist die gute Nachricht. Was verwenden wir denn für Materialien? Wir haben uns für drei Systeme entschieden. In der Anfangsphase, das Richtung Privatpilotenlizenz, also wenn man noch gar nichts weiß, man ist Fußgänger, marschiert man mit Academy-Unterlagen bis zu diesem PPL-Level. Und ab da beschäftigt man sich mit Bristol-Unterlagen. Diese Bristol-Unterlagen sind wirklich, sagen wir, sehr viel eingesetzt. Die haben 11.000 Piloten ausgebildet, die in gewerblichen Flugbetrieben wie zum Beispiel British Airways fliegen. Die sind alle durch die Bristol-Unterlagen gegangen. Und man muss auch Prüfungsvorbereitung machen. Das machen wir mit Aviation Exam. Ich möchte euch daher zeigen, wie diese Unterlagen ausschauen. Die Academy-Unterlagen für das Basiswissen, das ist einfach gestaltet. Ihr habt da hier einfache Zeichnungen, die Prinzipien werden einfach erklärt und man wird sozusagen Schritt für Schritt da mal rangeführt. Ihr müsst ja die Sachen nicht wissen, wenn ihr zu uns kommt, die Ausbildung macht, ihr müsst sie nur lernen können. Und das Wissen wird also in kleinen Häppchen gut aufbereitet einmal in dieser ersten Phase mit der Academy-Unterlagen beigebracht. Wenn es dann weitergeht, Richtung Linienpilotenlizenz, habt ihr zum einen Klassenzimmerunterricht mit einem Lehrer, mit einem Fluglehrer, der selber Pilot ist. Der erklärt euch einmal mehr im Detail, mehr in die Breite, wie die Prinzipien sozusagen in der gewerblichen Luftfahrt funktionieren. Ihr habt aber auch Online-Unterricht, und dieses E-Learning oder CBD, Computer-Based Training, das verwenden wir eben über Bristol. Da habt ihr zum einen Lehrvideos, die online gestellt sind in diesem Lernsystem, wo jemand wirklich spricht, so wie ich jetzt zu euch spreche, und ein Prinzip erklärt. Videos sind dabei, oder es sind Texte mit teilweise Grafiken, Zeichnungen, Fotos, animierten Grafiken. Es ist also wirklich immer das Prinzip, sie möchten, dass du verstehst, worum es geht. Sehr gutes Material. So, wir müssen leider behördliche Prüfungen auch erwähnen. 14 Prüfungen muss man machen. Das ist ganz schön viel. Und diese Prüfungsvorbereitung, das ist ziemlich aufwendig. Also 13.300 Fragen, durch die muss man sich insgesamt wursteln. Und
Wir verwenden Aviation Exam deswegen, weil das eine Mischung ist aus, ich lerne den Fragenkatalog kennen, wie fragt die Behörde, was wollen die denn überhaupt von mir, in welche Richtung geht die Frage, was muss ich rechnen, was muss ich recherchieren, was muss ich machen. Zum anderen hat man aber die Möglichkeit, immer auf eine Beschreibung zu gehen, auf eine Erklärung, und die ist so gut geschrieben, dass das so ist, wie wenn der Fluglehrer neben dir sitzt und dir sagt, naja, aber wir beschäftigen uns ja jetzt hier mit diesem und jenem Thema und da musst du so und so denken. Jetzt musst du die Formel nehmen und die musst du umwandeln. Also so ist das geschrieben. Wir denken, dass das eines der besten Systeme ist, weil unsere Schüler eigentlich auch ihre Prüfungen gut bestehen. Wenn es ums Fliegen selber geht, haben wir einen ganz genauen Plan. Wir wollen nicht spazieren fliegen mit euch. Wir haben jede Minute vorgeschrieben und nach einem bestimmten Prinzip ist das abzuarbeiten. Es gibt genau festgelegt, was wird vorm Fliegen besprochen, was wird dann beim Fliegen gemacht, wenn man wegfliegt, wenn man unterwegs ist und wenn man wieder zurückkommt, und was wird nach dem Fliegen besprochen. Hier gibt es eine Übersicht und die Details in sogenannten Lesson Cards. Diese Unterlagen begleiten euch durch die Ausbildung, weil das Teure an der Ausbildung ist immer das, was man im Flieger sitzt und Geld verbraucht. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Kurse selber werfen, schaut das so aus, dass wir, also wie beginne ich? Ich bin hier, ich sitze jetzt im Livestream und denke mir, wie werde ich denn jetzt wirklich Pilot? Ihr beginnt hier als Fußgänger. Die Theorie und die Praxis laufen bei uns parallel. Es gibt hier eine Anfangsphase, die man mit einem PPL, also mit einer Privatpiloten-Zwischenschritt, auch abschließen kann. Entweder stellt sich heraus während dieser Zeit, naja, das ist jetzt doch nichts für mich, dann ist das sogar ein Ausstiegsszenario, ohne dass man dasteht mit nichts. Aber man kann auch, wenn man schon einen Privatpilotenschein hat, einsteigen in dieser Phase. Das heißt, man würde dann auf diesem Level einsteigen und würde einfach mit einer Linienpilotenausbildung weitermachen. Diese ganzen Stunden, die ihr hier aufgelistet seht, das ist ein bisschen viel Text jetzt hier und viele Zahlen. Ihr könnt euch das genau anschauen auf unserer Homepage. Da haben wir unter skyflightacademy.ero Ausbildungen ATPL genau diese Übersicht. Da könnt ihr einen Blick drauf werfen. Ich wollte euch nur jetzt das Prinzip mal sozusagen näher bringen, wo man wie rein, raus kann. Oder man marschiert eh durch, weil einem das so gut gefällt. Eine zweite Folie habe ich noch mitgebracht, wo es um den Ablauf geht. Wenn man das, was ich zuerst weiter oben dargestellt hatte, wenn man das jetzt sozusagen in einen Zeitablauf bringt, dann würdet ihr diese Anfangsphase bis hierher verbringen. Ihr habt Klassenzimmer, bereitet euch aufs Funkerzeugnis vor, lernt für die Prüfungsfragen, also für die Prüfungsvorbereitung, und macht eure Prüfungen. Hier parallel dazu folgt der Praxisunterricht. Ab hier beginnt es in jeweiligen 3 Monatsblöcken, ein bisschen schärfer zu werden von der Ausbildung her. Ihr habt also durchs E-Learning zu gehen als Vorbereitung aufs Klassenzimmer und zeitgleich läuft die Prüfungsvorbereitung. Mit diesen Prüfungen, die ihr hier dann ablegt, sind 3 Fächer komplett abgeschlossen. Das geht in Österreich, Gott sei Dank. Das heißt, so einen Dreierblock habt ihr für die nächsten 3 Gegenstände noch einmal und noch einmal und noch einmal, bis ihr durch die Theorie durch seid. Ganz am Ende gibt es dann nur noch was zu fliegen. Ihr habt ganz viele Stunden, die ihr in der Praxis fliegt. Die Theorie ist ja hier erledigt. Und hier gibt es nur einzelne Ausbildungsteile, die noch folgen. Der Abschluss oder Richtung Abschluss geht es dann in die zweimotorige Phase, alle Prüfungsflüge. Hier habt ihr dann ganz zum Schluss diese Zusammenarbeit im Cockpit und die Jet Orientation, und dann seid ihr fertig für jedes gewerbliche Cockpit. Die Lizenz, mit der ihr rausgeht, da stehen alle Codes drinnen, die jede Airline oder jede Business Aviation Firma sehen möchte, um euch als First Officer oder Co-Pilot einzustellen. Was sind jetzt die Vorteile von uns? Tja, wir haben einen recht wetterstabilen Standort in Krems. Wir haben über 300 Flugtage im Jahr. Wir haben recht gut durchdachte Kurse
unsere Zahlungen, die Zahlungen, die die Schüler an uns leisten für die Ausbildung, wird aufgeteilt auf die ganze Ausbildung. Wenn wir abschätzen, so und so viele Monate braucht die Ausbildung, dann nehmen wir den Betrag, der dafür fällig ist, und teilen den durch gleichmäßige Häppchen. Das heißt, ihr habt keine Vorauszahlungen bei uns. Das wird sich immer ungefähr die Waage halten zu dem, was ihr bezahlt und dem, was ihr verbraucht. Wir sind sehr flexibel in der Ausbildung und bei uns kann man die Linienpilotenausbildung, auch die Privatpilotenausbildung und alle anderen, entweder hauptberuflich machen oder nebenberuflich. Unsere Flugbegleiter sind alles Experten. Die wissen genau, wie das Leben im Cockpit ausschaut und bringen das mit. Unsere Unterstützung fängt ganz beim ersten Gespräch an. Wie läuft denn das ab? Wie schauen die Unterlagen jetzt im Detail aus? Und. Wie mache ich das? Und wie kann ich das mit meinem Leben vereinbaren? Und sie hört bei uns nicht nach Abschluss der Ausbildung auf, weil sehr wichtig ist, dass ihr nachher noch in einen Flugbetrieb kommt. Und da schauen wir, dass wir wie allen anderen Absolventen ein bisschen mithelfen. Und die Absolventen habt ihr auch auf unserer Homepage. Die haben sich alle recht gefreut, dass sie bei uns auftauchen dürfen offiziell. Und wir sind auch recht stolz auf sie. Das ist nur ein kleiner Auszug von diesen 180 Leuten. Es würde mich auch freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Vielleicht steht ihr ja dann auch einmal bei uns auf der Homepage und habt genauso eure ersten Schritte in die Fliegerei begangen. Hier sind noch die Kontaktdaten von mir und vom Geschäftsführer. Ihr findet uns unter skyflightacademy.ero im Internet. Natürlich haben wir auch eine Instagram- und eine Facebook-Seite. Es freut uns, wenn ihr vorbeischaut. Es freut uns, wenn ihr uns liked und folgt. Wahnsinnig aktiv, werdet ihr wahrscheinlich sehen, sind wir nicht. Das ist uns wichtiger, dass wir unsere Schüler richtig ausbilden. Aber ich würde sagen, ich habe euch mal so prinzipiell vorgestellt, worum es geht. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Da komme ich gleich. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ja, gerne. Also Bella, danke für den spannenden Vortrag. Super. Vielleicht vorweg einmal, was muss man denn so für ein Typ Mensch sein, um Pilotin oder Pilot zu werden? Gibt es da irgendwelche Kriterien, wo ihr sagt? Eine gute Frage. Die Piloten sind recht strukturiert. Mhm. Den Job auszuüben, das ist ganz unkreativ. Es ist alles vorgegeben. Es gibt Checklisten, es gibt Wordings für bestimmte Sachen, also Phrasen, alles muss eintrainiert werden, klar, weil es geht ja immer um die Sicherheit. Trotzdem ist es interessant, aus welchen früheren Bereichen sich die Piloten in der Luftfahrt zusammensammeln. Mhm. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Persönlichkeit dann oft ist von Kollegen, ja, oder wenn sie einem die Geschichte erzählen, wie sie in die Fliegerei gekommen sind. Man braucht kein Mathe-Genie, kein Englisch-Genie, kein Physik-Genie sein, das kann man alles lernen. Das ist ja unser Job, ja, dass wir das beibringen. Mhm. Es kann sich in Wirklichkeit jeder trauen. Mhm. Gibt es auch einmal so irgendwie, kann man mal reinschnuppern oder mal irgendwie, weiß ich nicht, so einen Vortest oder sowas machen, ob das für einen überhaupt was wäre? Natürlich, ja. Wir bieten auch Schnupperflugstunden an, dass man überhaupt einmal sieht, wie ist denn das in so einem kleinen Kakaosprudler drin zu sitzen. Kakaosprudler ist ein tolles Wort. Das ist ein Kosewort. Mhm. Da ist natürlich ein Lehrer dabei, der einem genau sagt, was man machen soll. Und ob einem das gefällt, ob einen der Fliegervirus packt oder nicht, oder ob man sagt, boah, das ist aber ganz schön steil, das kann man sehr kostengünstig und sehr schnell herausfinden. Okay, das wäre vielleicht wichtig. Ob jemand wirklich geeignet ist, finden wir auch ganz schnell raus. Mhm. Und bei uns in der Flugschule ist es zumindest so, dass wir das den Kandidaten oder den Schülern dann noch sagen. Okay, also es ist nicht so, man finanziert die ganze Ausbildung, macht sie bis zum Schluss und dann sagt sie, ja, übrigens, du bist eigentlich kein so guter Pilot. Oder? Stimmt, nein, sowas machen wir nicht. Ja. Okay, also das gibt es auch die Möglichkeit, dass man dann vielleicht die Ausbildung abbrechen kann oder wie auch immer. Genau, okay, gut. Mhm. Ja, wie du eh schon gesagt hast, man zahlt ja auch immer nur schrittweise, das heißt, man hat ja dann nichts im Voraus bezahlt, was dann verfällt oder so. Ne? Richtig, Was kostet denn überhaupt so eine Ausbildung? Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Gell? Die Kosten von der ATPL Ausbildung, also wenn man wirklich bei Null beginnt und fixfertig als Co-Pilot rausmarschieren möchte, kommt bei uns auf 78.650 Euro im Moment. Man muss noch ein bisschen Stempelmarken, Geld rechnen und Geld für eine flugmedizinische Tauglichkeitsuntersuchung, wenn man sagt, 2.500 muss man ungefähr noch rechnen, das ist im Moment noch, also so Pi mal die Daumen, Gebühren, um die 80.000 würde man mit sagen, 80.000 ist man gut dabei, da hat man ein, sagen wir mal, All-in-Paket, wir haben also alle Stunden, die auf jeden Fall vorgesehen sind für eine Ausbildung,
inklusive den Prüfungsflügen. Und es ist wirklich viel bei uns hineingepackt. Mhm. Es gibt da keine Überraschungen. Wenn jemand mehr Flugstunden bräuchte, müssen wir die natürlich verrechnen. Ja. Aber grundsätzlich kommen die Leute eigentlich gut mit diesem Paket aus und haben dadurch nicht mit noch extra Kosten zu rechnen, die sie, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ja. Das wollen wir nicht. Und das heißt aber, wenn man jetzt mit den 80.000 durchkommt und die Ausbildung fertig hat, kann man dort bei euch rausspazieren und kann eigentlich bei irgendeinem Flugunternehmen reinspazieren und dort auch gleich anheuern und Pilotin sein quasi. Richtig, ja. Okay. Also mit der Lizenz kommt man ja aus, mit einer europäischen Linienpilotenlizenz. Mhm. Die gilt für jeden Flugbetrieb, der diese Lizenz sehen möchte. Mhm. Wenn man allerdings auf einem anderen Kontinent zum Beispiel Arbeit findet oder arbeiten möchte, dann geht das auch. Man müsste halt diese Lizenz konvertieren. Ich sage gleich, das ist viel einfacher, eine europäische Lizenz in eine andere umzuwandeln, als umgekehrt nach Europa zu kommen mit der Lizenz. Okay, wunderbar. Mhm. Und wie sieht es dann so aus mit Dienstplan oder so? Also das Leben als Das Pilot. Leben als Pilotin oder als Pilot. Ja. Also das kennt man ja nur so quasi, wie man es immer so mitbekommt, halt unterschiedliche Tage, dann fliegt man den ganzen Tag irgendwie durch, dann hat man irgendwie, glaube ich, wieder ein paar Tage frei. Gibt es irgendwie so... Ja, man ist viel nicht da. Okay. Ist das alles so? Da gibt es einen Unterschied von den Airlines zu Business Aviation. Mhm. Bei den Airlines bekommt man einmal im Monat seinen Dienstplan, meistens um den 25. und sieht ganz genau, hier muss ich dort und dorthin fliegen und dann bin ich am nächsten Tag hier und hier unterwegs und da muss ich am Simulator und hier habe ich Standby, da habe ich aber dazwischen 3 Tage frei, also ich kann diesen Termin wahrnehmen oder zum Geburtstagsfest meines besten Freundes gehen. Mhm. Das ist ein bisschen anders als in der Business Aviation. Mhm. Da hat man am Block Diensttage, also man ist on duty und hat dann am Block wieder frei. Mhm. Und je nachdem, was ist das für ein Flugzeug, wie viele Leute sind auf dem Flugzeug generell geplant, sind das 15 Dienste, 20, 10, also 20 Tage arbeiten, 10 Tage frei, 18, 12, es gibt alle möglichen Varianten. Und da ist auch alles möglich, wo man hinfliegt. Also ich stelle mir das so vor, weiß ich nicht, vielleicht eine Chauffeurin oder ein Chauffeur von einem Dienstwagen, dass man sagt, okay, die ganze Woche hat man Dienst, dann steigt jemand ein und sagt, so heute geht es nach Johannesburg, so in die Richtung. Richtig, ne? Und solange das im Rahmen des Dienstplans ist, ist das in Ordnung. Ne? So. Genau so läuft, okay. Ja. Der Vorteil ist von der Business Aviation ist, man sieht Orte, da wäre man nie hingekommen. Ja, na klar. Also ich kann es auch selber sagen, aus meiner Praxis sozusagen, es macht Spaß, hier mal zu sein, sich die Stadt anzuschauen, hier mal am Strand zu liegen und dort Sightseeing zu machen. Es kann aber auch ganz hurtig zugehen, dass ich wirklich von einer Stadt zur anderen fliege. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Trotzdem habe ich auch meine freien Tage. Mhm. Aber man sieht, du lebst für diesen Job. Also es macht Spaß. Das beste Beispiel, ja. Eine ein bisschen unangenehme Frage am Schluss muss ich natürlich noch stellen, weil wir befinden uns ja auch deshalb hier jetzt auf einer digitalen Messe, weil die wunderbare oder nicht wunderbare Corona-Pandemie uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hat natürlich ja auch die Flugbranche extrem getroffen. Wie siehst du das denn? Ist das jetzt eine sinnvolle Zeit, mit so einer Ausbildung zu starten? Ich meine, in die Glaskugel kann niemand schauen, wie es weitergehen wird. Ja, aber was habt ihr denn so im Fliegerbereich für Ideen, wie das in der Zukunft weitergehen könnte? Oder was plant man denn? Man munkelt. Ja. Man munkelt. Also in der Branche wird schon, es ist bekannt, dass es immer ein Auf und ein Ab gibt. Mhm. Das hängt von Anschlägen ab, das hängt von Wirtschaftskrisen ab. Jetzt ist es halt eine Pandemie gerade. Mhm. Ja, das stimmt. Es gibt viele Airlines leider nicht mehr. Und es sitzen viele Piloten von Airlines wirklich zu Hause und bangen um ihre Jobs. Mhm. Das ist schlimm und wir halten ihnen auch wirklich die Daumen, dass das alles wieder bergauf geht. Aber in der Branche, in Gremien, in Tagungen von den ganzen Experten, alle sehen positiv in die Zukunft. Es hängt natürlich ab von, wird ein Land aufgesperrt oder zugesperrt wieder, weil die Zahlen je nachdem sind. Wie ist es mit den Impfungen? Aber jeder weiß, es geht wieder bergauf. Und es gibt wirklich große Airlines, die sich schon darauf vorbereiten. Mhm. Die fangen jetzt schon an, ihre Piloten, die jetzt sowas wie in Kurzarbeit waren, wieder zu aktivieren, wieder auf die Simulator zu schicken, damit sie nur so für die drittes, viertes Quartal wieder langsam loslegen können. Ja. Und es gibt etliche Start-up-Firmen. Mhm. Also
es wird wieder in Schwung kommen. Warum? Wir sind es gewohnt, wenn man überlegt, wie war es vor 2 Jahren. Mhm. Man war es einfach gewohnt, man hüpft ein Wochenende mal in diese Stadt und man besucht Freunde, man fährt auf Urlaub, man hat Verwandte, die man besucht, mhm, und. Und es steckt in uns in der Zwischenzeit, sagen wir mal in den letzten 10, 15 Jahren auf jeden Fall, mhm, es steckt drin, dass wir weg wollen. Ja. Und es wird wieder in Schwung kommen. Das wird wieder passieren, ja. Krisenzeit, mhm, ist immer gut, Ausbildungszeit, ja, genau, zu machen, weil dann ist man vorbereitet, also das heißt, wenn der Boom zu guter Letzt, wir müssen nämlich dann leider, ja, schon zum Schluss kommen, mhm, aber wann startet die nächste Möglichkeit, wo kann man anfangen? Könnte man, wenn man jetzt Zeit hat und würde gern Pilotin oder Pilot werden, sofort sagen, gut, dann mache ich das jetzt, ne? Grundsätzlich ja. Wir haben natürlich Kursstarts veröffentlicht, aber eigentlich ist unser Schulungssystem so, dass man praktisch jederzeit einsteigen kann, mhm, weil die Kurse durchgehend laufen. Auch wenn man was versäumen würde, kann man das recht schnell nachholen. Schreibt uns, mhm, besucht die Homepage, schickt uns ein Mail, wir vereinbaren gerne einen Termin. Genau, und da zeigen wir alles her, genau, und dann kann es schon losgehen. Sibeila, danke schön für diese nette Vorstellung, Dank, und diesen Einblick in die, mhm, Welt des Fliegens. Ich glaube, das war heute mal wirklich ganz was anderes. Und ja, es ist für viele ein Traumjob, ja, einmal über den Wolken, mhm, zu arbeiten und die Freiheit, die angeblich grenzenlos ist, zu genießen. Ja. Ja, ob die Freiheit bei unserem nächsten Thema dann auch so grenzenlos ist, das werden wir uns gleich anschauen. Alles außergewöhnlich. Studieren an der Montanuniversität in Leoben, ganz was anderes. Also wir kommen jetzt vom Himmel wieder zum Berg und wieder auf die Erde oder in die Erde hinein. Aber das gibt es dann gleich um 13.20 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.